Moin! Moin! Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid, aber den kennt ihr vielleicht noch. Der war vor, wie lange ist das her? 3 Monate? Vor 3 Monaten haben wir Model 3 Probe gefahren. Patrick, übrigens, dein Name, richtig? Richtig. Und jetzt ist es soweit. Patrick hat Model 3 bestellt nach der Probefahrt. Und heute, was haben wir, den 14. Dezember, da holen wir das Ding ab. Und ihr seid dabei. Viel Spaß. So, wir sind unterwegs und wenn ihr euch fragt, wohin fahren wir denn eigentlich? Nee, wir fahren nicht nach Hamburg, weil der Tesla in Bremen ausgeliefert wird. Ja, es ist jetzt kein Tesla-Auslieferungscenter in Bremen über Nacht entstanden, sondern das ist bei einem Autohaus namens Dello hier in der Bremer Innenstadt. Das liegt daran, dass das Auto von Patrick ein Leasingfahrzeug ist und über die Firmengruppe, wo Patrick als Geschäftsführer mitarbeitet, genau in derselben Gruppe arbeite ich auch. Dort leasen wir die Autos über einen Leasinggeber und diese Autofirma, Dello heißt sie, die ist der Partner dafür und deswegen wird der Tesla dort ausgeliefert. Der Nachteil ist wahrscheinlich, dass sie ziemlich wenig Ahnung von dem Auto haben. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall eine Checkliste dabei. Next Move. Super. Danke, Stefan. Und da gucken wir uns das Auto mal an. Wir sind gleich da. Leider ist das Wetter ziemlich bescheiden. Es ist total grau. Wir haben es jetzt kurz nach 9 und es nieselt. Aber gut, da müssen wir durch. Das Auto ist eh schwarz, also fällt gar nicht auf. Ne? Da sieht man keinen Dreck drauf. Okay, wir sind gleich da. Wie man sieht, ist Dello primär Opel-Händler. Haben Sie den Wagen jetzt neu bestellt eigentlich oder ist das ein Lagerfahrzeug? Nein, also wir hatten ja vor, einen Lagerwagen zu bekommen. Dann wäre das ja deutlich schneller auch alles gegangen, wie wir es ja abgesprochen hatten. Leider war dann jemand schneller, der den Wagen gekauft hat. Ja. Gut, das Autohandel ist eben weg. Ne? Und dann haben wir einen neuen bestellt, der ja eben sehr zeitnah auch verfügbar war. Also für so einen Liefertermin für ein Fahrzeug aus Amerika fand ich das schon sehr, sehr schnell. Wie lange hat es gedauert? 10 Wochen ungefähr. Ne? 10 Wochen. Wir hatten 8 geplant, 6 bis 8 war bekannt, sind 2 Wochen länger geworden. Und der Wagen muss dann hierher kommen, das dauert ja auch ein paar Tage. Ne? Und haben Sie mal durchgecheckt? Das Fahrzeug ist durchgecheckt. Viel durchzuchecken gibt es ja auch nicht mehr. Wir haben nochmal Luftdruck kontrolliert. Scheibenwaschanlage ist aufgefüllt und technisch haben wir nichts zum Durchchecken. Es gibt ja nichts. Naja, irgendwelche Mängel, karosseriemäßig. Ja, irgendwie. Das hat natürlich durchgecheckt. Ja, das ist natürlich klar, dass wir den Wagen schon begutachtet haben, bevor er bei uns angeliefert worden ist. Also vom LKW kam. Aber technisch brauchen wir nichts machen. Es gibt ja technisch nichts. Da hängt noch ein Fussel vom Poliertuch wahrscheinlich. Irgendwer mit Fingerringen hat die Frontklappe zugemacht. Hier ist es total eng. Also 0 mm und hier sind irgendwie 4 mm. Jedes Auto benötigt eine, sonst kommt man nicht in die Innenstadt. Ich aber. Ja, okay. Wir brauchen eine grüne Plakette. Sie hat, wie gesagt, keinen Antrieb haben, den Sie der umgekehrt. Das geht aber um das Deutsche Ordnungsamt. Also, und das Deutsche Ordnungsamt sagt, ein Auto ohne grüne Plakette stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Und deswegen gibt es einen Strafzettel. So, wir haben das Interieur in weiß. Also ein schwarzes Auto mit weißem Interieur, das geiler geht's ja nicht, ne? Das schlägt aneinander. Da schlägt es an, das hatte ich vorhin schon gesehen, dass das eng ist. Die berühren sich. Ja, die Zierleisten berühren sich. Oh, das sieht man hier auch schon. Ja, ist schon abgeschabt. Karosserie müssen wir dann ja eh woanders hin.
Mikro gerade. Das nehme ich hier auch an. Ja, ist nur überflüssig. Ja, ja, aber da müsst ihr aber rübergehen. Gut, das will ich dir. Hast du mit Anhängerkupplung? Ja. Hier, das ist der Beweis. Model 3 mit Anhängerkupplung. Es gibt sie wirklich. Da ist eine Blase. Patrick, du hast keine Ladekabel. Ja, genau. Das ist ja schade. Müssen Sie noch nachordern. Fahrgestellnummer prüfen, genau. Spuren vom Verbauen, wenn du auch von hier reinguckst, dann ja. Geräte hier an. Richtig. Da haben sie die Farbe ein bisschen abgekratzt. Zum Einsetzen, ne? Das ist so. Hier sieht man die auch, ja. Ja. Hier ist noch eine Blase. Und hier sind so ganz leichte Kratzer. Da. Hanselack ist wieder Bodyshop, das heißt, die könnten das machen. Ja, okay, cool. Sonst holst du den Ranger, ich habe da gute Kontakte. Ich hatte Herrn Pötsch gerade gefragt nach der Verfügbarkeit des Corsa E. Und da hatte Herr Pötsch eine sehr interessante Info, die vielleicht einige von euch interessiert, die sich für den Corsa interessieren. Können Sie das nochmal sagen? Genau, das Fahrzeug wird laut Opel zurzeit in der Produktion für das dritte Quartal 2020 eingeplant. Mhm. So, dass wir ungefähr rechnen können, Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals mit Auslieferung von Kundenbestellung. Mhm. Hersteller, Lagerwagen, die wir schon für uns geordert haben, werden laut Opel mit viel Glück im ersten Quartal angeliefert. Das kann ich aber zurzeit noch nicht bestätigen. Okay. Wir haben keine Liefertermine genannt bekommen. Produktion des Fahrzeuges wird jetzt auch nach und nach beginnen. Okay, das heißt Probefahrten wahrscheinlich ab ersten Quartal möglich. Können Sie mich gleich vormerken? Selbstverständlich, ich kann Ihre Namen und Nummer gleich aufnehmen. Machen wir gleich. Das machen wir gerne. Bei dem würde ich gerne probefahren. Und dann Kundenfahrzeuge frühestens ab drittes Quartal 2020, wenn man Pech hat. Erst Anfang viertes Quartal, aber vielleicht ist Opel ja auch ein paar Wochen früher. Muss man eventuell, ja, wir werden schauen. Also ich glaube, die Nachfrage nach dem Auto wird gar nicht mal so gering sein. Richtig, genau. Aber ja, es wird ja auch nicht alles nach Deutschland gehen. Es wird auch viel für Ausland, oder darf Opel überhaupt jetzt im Ausland verkaufen? Also Opel wird weiterhin erstmal zur Zeit geplant in Europa bleiben mit dem Fahrzeug. Mhm. Das ist natürlich eine Konzernentscheidung. Da kann ich keine Informationen zugeben, da bin ich nicht involviert, selbstverständlich nicht. Wenn Ideen dazu da sind, wird Opel das sicherlich relativ schnell bekannt geben. Mhm. Zurzeit spricht man auch von dem europäischen Markt, wie es bis anderen Opel-Modellen jetzt auch ist. Okay, das heißt, Norwegen wird sicherlich primär bedient, Holland. Thema sein, genau. Und dann Deutschland. Aber wir haben gehört, dass Deutschland mittlerweile Norwegen, was die Menge an zugelassenen Elektroautos angeht, überholt oder eingeholt hat. Norwegen ist natürlich klar, die haben also viel weniger Fahrzeuge. Deswegen ist dort der prozentuale Anteil an Elektroautos so hoch. In Deutschland liegt er ja gerade mal bei knapp 2% oder sogar 1,8, wenn ich mich nicht irre. Aber das wird noch in den nächsten Jahren kommen. Und ich denke mal, da Opel Corsa, finde ich ein attraktives Auto zum attraktiven Preis. Und wenn er die Daten hält, die er verspricht, dann könnte es interessant werden. Da wirst du jetzt sitzen bleiben, ne? Ja. Die ziehe ich ein. Oder? Aber Durchreiche ist nicht, leider. Nee, aber Mini-Kopfstütze und... Ja. Wahrscheinlich hast du nicht das neueste Update. Was nee, haben wir da denn, war... Ne? Warte. Ja, du hast nicht die neueste Software, aber Netflix. Ah, da, Kino ist es, genau. Netflix. Ja, du musst die E-Mail-Adresse eintragen. Ja, okay, ich melde mich da hast an. Du jetzt nicht. Du nee. Alles klar. Das macht keinen Sinn. Aber es geht natürlich während der Fahrt sicherlich nicht, ne? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Bei meinem Model S geht es überhaupt nicht, weil ich habe die ältere CPU. Mhm. Baujahr 2016 und das geht jetzt ab 2018, glaube ich. Habe ich auch nicht gewusst. Netflix im Auto. Ja.
Ja, Webbrowser, YouTube, alles dabei. Okay, gut. Cool. Allerdings musst du jetzt mit dem Auto für die Konnektivität demnächst, ich glaube, so 10 Euro im Monat blechen. Das habe ich auch schon gelesen, ja. Das ist halt jetzt neu, seit letztem Monat. Ist aber klar, dass das irgendwann kommt. Kommen würde, hatten die ja schon vor einem Jahr oder so angekündigt. Mhm. Das könnten wir mal gleich zur Probefahrt aufbrechen. Kabeltest. Ist das Kabel in Ordnung und vor allem lädt er? Einfach da rein. Jetzt soll der laden. Schön, schön, schön. Ja, grün. Sieht grün aus. Sieht gut aus. Und was sagt das Display? Geht hoch, sollte 11 kW haben, ne? Ja, 11 kW, 16 Ampere, 128 Volt, passt. Ja. Cool. So Patrick, du bist die ersten 100 Meter in deinem neuen Auto gefahren. Oh, es waren bestimmt 200. Und das ist schon dreckig. Ja, und du hast geladen, das hat funktioniert. Ja. Und bist du jetzt happy? Ich bin noch ein bisschen... Geschockt. Geschockt. Ist nicht der richtige Ausdruck. Überwältigt. Nee, ich hatte noch nicht so viel Zeit nachzudenken. Wir haben jetzt so viel Checkliste und weiß nicht was probiert. Wir werden jetzt mal gemütlich nach Hause fahren. Aber wir haben die Checkliste durchgearbeitet und wir haben ein paar Mängel gefunden. Das meiste waren so kleine Lack, Schäden kann man es ja nicht sagen, aber so zwei Bläschen im Lack und ein paar minimale Kratzer. Die scheinen oberflächlich zu sein. Also das kann man bestimmt wegpolieren. An einer Stelle saß die Dichtung nicht. Die Dichtung, genau. Die eine Zierleiste. Boah, jetzt kommt die Sonne hier hoch. Boah, sieht man mich noch? Ja. Patrick ist im Dunkeln. Ja, die Zierleisten berühren sich beim Schließen der Tür. Die Zierleiste berührt sich. Genau. Aber das sind Kleinigkeiten und die wollen es auch beheben. Also so im Innenraum haben wir nichts gefunden, oder? Hast du was gefunden? Nein, gar nichts. Und die zwei Kabel fehlen, die USB-Kabel für die... Die Ladekabel, ja. Ladekabel. Ja, ja. Sonst... Müssen wir noch die grüne Plakette aufnehmen. Also hinten ist die Dichtung an der Tür so ein bisschen, da guckt sie raus, die muss man da irgendwie rein friemeln. Guck ich mir nochmal an, ja. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Aber Dichtungen, das kann Tesla irgendwie nicht. Nee. Also, das kannst du jeden Wagen nehmen, aber irgendwie kriegen sie es nicht so richtig gut hin. Naja, also ich bin zumindest ganz überrascht, dass der Wagen so gut in Schuss ist. Also ich hätte gedacht, der hätte vielleicht mehr Mängel. Aber ich finde, die haben von der Qualität her ein bisschen Gas gegeben. Es ist besser geworden, wenn ich die ersten Model 3 sehe, die ich so gesehen habe am Anfang des Jahres. Das sah noch ein bisschen schlimmer aus. Und ich glaube, du wirst viel Freude haben mit dem Wagen. Bin sehr gespannt, ja. Du fährst denn jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre. Genau. Na dann. Aber wir können ja in einer Woche oder so nochmal sprechen. Vielleicht habe ich da noch ein paar mehr Sachen gefunden. Ganz bestimmt machen wir noch ein Fazit mit dir zusammen, dass du mal sagst, so nach ein paar Tagen, wie es so aussieht. Super. Den Passat Diesel gibst du jetzt ab. Genau. Gleich nächste Woche oder hast du den noch? Wahrscheinlich, ja. Muss ich jetzt klären, weiß ich nicht. Das war sehr kurzfristig mit der Abholung, deswegen muss und ich die das nächste längere Strecke, ist die schon geplant? Hamburg wird es jetzt über die Feiertage irgendwann sein, einmal. Hm. Nee, sonst nächstes Jahr Norwegen. Mal gucken. Norwegen? Sommerurlaub? Nee, zu Ostern. Zu Ostern? Mhm. Ostern, das war kalt da. Naja, gut. Macht der länger? Schlimmeres. Oder? Kann man ja Skifahren damit. Ach so, naja, gut. Ja, Norwegen ist ja Paradies für Elektroautos, weißt du ja. Und laden wirst du da überall können. Wahrscheinlich auch am Skilift, ich weiß es nicht. Die sind ja ganz weit vorne. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, super Übergabe. Ich meine, es war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Nein, der war gut informiert. Der war gut informiert. Der war richtig, der wollte also noch Herr, assistieren. Also Herr Pösch. Herr Pösch von Dello. Pösch von Dello. Also ich muss sagen, nochmal schöne Grüße. Es war wirklich super nett und auch sehr kompetent, muss ich sagen. Ja, hatte sich er kannte zwar nicht alles, aber vieles. Ja. Und kann man empfehlen. Also ich meine, was man so gesehen hat, war das fast besser als bei Tesla. Ja gut, das habe ich noch nicht erlebt, aber das musst du sagen. Naja, gut. ja, dann gute Fahrt, Patrick. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir sehen uns und ich fahre noch ein bisschen hinterher. Ja, mach das. Und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
das war die Übergabe von Patricks Model 3. Das war ein Model 3 Dual Motor in der Long Range Variante mit Premium-Paket, weißen Sitzen, schwarzer Außenfarbe und Anhängerkupplung. Und Patrick ist ziemlich zufrieden und ich wäre es an seiner Stelle auch. Ich finde, das Auto ist gut in Schuss. Die paar Mängel, die kleinen Macken, die kann man im Bodyshop sicherlich noch beseitigen. Es war wirklich nicht viel. Und ja, jetzt wird er sicherlich viel Freude mit dem Auto haben. Ich denke, wir treffen uns auch noch mal zum kleinen Fazit nach ein paar Tagen, wie er jetzt so damit zurechtkommt. Laden kann er auch zu Hause und am Arbeitsplatz und natürlich überall unterwegs. So ähnlich wie ich das ja auch mache. Und ich denke, da wird er viel Freude mit dem Auto haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Wahrscheinlich war das das letzte Video vor Weihnachten. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.